Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und wie ihr im Hintergrund sehen könnt, sind wir in Gran Turismo Sport in Spa-Francorchamps bei einem Daily Race C mit dem Wagen Super Formula. Im Hintergrund fahre ich mich gerade für das Rennen ein bisschen ein. Und ich bin schon ein paar Rennen gefahren, deswegen habe ich schon ganz gute Erfahrung. Quali war gut, also springen wir gleich zum Rennen. So, wie ihr sehen könnt, starte ich von Pole Position und die 5 roten Lichter gehen schon an. Viertes, fünftes rotes Licht und los geht's. Eigentlich ein ziemlich schlechter Start von mir, aber trotzdem versuchen wir den Platz in Las Tours zu verteidigen. Zum Glück passiert nichts bei mir. So, jetzt wird es aber kritisch, weil der Wagen hinter mir, der Deutsche, hat Windschatten. Merkt euch den Deutschen, weil der wird uns wahrscheinlich bis zum Schluss im Nacken dran sein. So, jetzt hat er nur noch 3,5 Zehntel Rückstand auf mich und wir werden wahrscheinlich verteidigen, weil wir müssen die Position eigentlich verteidigen vom Pole aus. So, jetzt into Lecom innen verteidigen und glücklicherweise bleiben wir auch vorne. So, wir werden jetzt gleich zum nächsten spannenden Teil wechseln. Der ist in Runde 8. Wie ihr sehen könnt, 7 bis 8 Runden nichts passiert. Er war schon auf 1,5 Sekunden. Hatte ich schon einen Vorsprung herausgefahren. Aber er hatte wieder zugefahren. Und jetzt die letzten 2 Runden werden noch ziemlich spannend. So, jetzt kommen wir wieder. Rouge, Radion, Camel Straight. In Lecom hinein. Müssen wir wahrscheinlich wieder verteidigen. Wir probieren den Windschatten zu brechen mit Links- und Rechtsbewegungen. So. Jetzt probieren wir wieder, innen zu verteidigen. Und diesmal versucht er auch nicht allzu groß den Move zu machen, weil er war nicht mal neben mir. Und jetzt bleiben wir trotzdem die letzten paar Runden noch dran, um zu sehen, was passiert. Es wird sich sehr viel Spannung aufbauen, weil er ziemlich an meinem Nacken hängt in den letzten paar Runden. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zusehen. Und wie ihr sehen könnt, ist er die ganze Zeit an meinem Nacken dabei. Innerhalb von 3 Zehntel, maximal 4 Zehntel Abstand, weiter raus bekomme ich ihn nicht. Und wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ein Deutscher, noch ein Deutscher, ist auch dabei, mich einzuholen. Und auf den würde ich mal ein bisschen Acht geben. Aber jetzt kommen wir zur Backstraight, zur Busstop Chicane zurück. Und jetzt beginnt auch schon die dramatische Musik. Für die letzten 1,1 Runden, eine Runde. Und jetzt werde ich wahrscheinlich wieder ihn verteidigen. Trotzdem, obwohl er 1,5 Zehntel hinter mir ist. Apex gut getroffen. Jetzt guter Exit, dass er auch alles Mögliche sehen kann. Jetzt gleich wieder aus dem Windschatten rücken. So, Verteidigungen erst können nicht notwendig. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Situation. Uhu, Radion, Camel Straight zurück. Wie ihr die dramatische Musik hören könnt, es wird ziemlich spannend, die letzte halbe, dreiviertel Runde. So, er ist schon neben mir. No Overtake Button nutzen wir, um uns zu verteidigen. Er kommt nicht vorbei. Wir bleiben vorne wahrscheinlich und probieren dann trotzdem innen zu verteidigen. Er probiert den Move, aber es geht nicht aus. Zum Glück. So, jetzt. Mittelsektor gibt es kaum Überholmöglichkeiten. Aber wir verteidigen trotzdem in den Rechtskurven hier hinein. Und eine leichte Berührung, aber trotzdem nichts Dramatisches. So, No Name Corner, nicht gut getroffen und vielleicht wieder zu einem Move in Form versuchen. Oh, er probiert ihn, aber er weicht aus, zum Glück, sonst wäre das vielleicht schief gegangen. So, jetzt eine kleine Schikane im Deutschen hinten, im Zweiten, seht ihr schon, hat richtig gut auf uns aufgeschlossen. Aber kommt wahrscheinlich nicht zu einem Überholmanöver. So, letzte richtige Kurve.
vor der Backstraight und der Bastard-Schikane. Wir müssen verteidigen, um den Sieg zu holen. So. Jetzt, die dramatische Musik, sie kommt. Ich werde es wissen, wo es sich entscheiden wird. Er gab uns einen leichten Tab. So, wir können uns die Position wahrscheinlich halten. Aber verteidigen trotzdem ihnen und... Wie ihr sehen könnt, haben wir beide das Auto verloren in der letzten Schikane. Der Drittplatzierte hatte sich durch uns zwei Idioten, kann man eigentlich sagen, den Sieg geholt, aber trotzdem sehr stark gefahren von ihm. Ich glaube, es war ein sehr faires Rennen, auch wenn ihr nicht viel gesehen habt. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ciao. Just yeah.